Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Schmeißt die Fritteuse an oder füllen wir jetzt auch den Topf mit etwas Öl, denn wir machen heute leckere Quarkbällchen. Wir fangen an mit dem Teig. Dazu brauchen wir etwas Mehl. Einfach in eine Schüssel geben, Zucker dazu, ein Ei. Dann noch Vanillezucker und Backpulver. Jetzt alles gut vermischen. Danach die Quarkbällchen formen. Das Öl sollte ungefähr eine Temperatur von 170 bis 180 Grad haben und dann goldbraun ausbacken. Und wenn alles fertig ist, sollten sie ungefähr so aussehen. Aber vorm Probieren unbedingt auskühlen lassen. Bevor ihr loslegt, gebe ich euch noch einen Tipp vorweg. Macht es nicht mit Löffeln, das klebt alles zu sehr. Nehmt euch einfach die Hände und feuchtet es einfach mit ein bisschen Wasser an. So könnt ihr die richtig schön rund formen und es klebt einfach kaum was an der Hand. Danach abkühlen lassen und je nach Dicke, je nachdem wie dick ihr die Quarkbällchen macht, brauchen die ein bisschen länger, sonst sind sie innen drin noch flüssig. Also lasst die ruhig ein bisschen länger in der Fritteuse oder im heißen Topf mit dem Öl und dann werden sie auch perfekt. Die Zutaten sind unten in der Infobox aufgelistet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schaltet morgen wieder rein und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und macht ein paar mehr und esst für mich einen mit. Tschüss.